Früher war der Traumberuf, als man noch kleiner war, Astronaut werden oder Prinzessin werden. Heute ist es Influencer werden. Ist aber auch verständlich. Warum? Als Influencer scheint man erstens richtig viel Geld zu verdienen und man bekommt natürlich sehr, sehr viel Ansehen. Um als Influencer wirklich viel Geld zu verdienen, hat man mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann Placements eingehen, man kann seine eigenen Produkte herstellen und diese vermarkten oder man macht sogenannte Instagram-Gewinnspiele. Wir haben genau diese Gewinnspiele schon bei vielen großen Influencern und auch Rappern gesehen, wie zum Beispiel Montana Black oder Bushido. Doch die Frage ist ja, was bringt eigentlich so ein Gewinnspiel genau so einem Influencer? Wie viel kostet so ein Gewinnspiel und wie viel Follower kann man wirklich als Teilnehmer bei so einem Gewinnspiel aufbauen? Und genau dazu haben wir ein Selbstexperiment gemacht. Und zwar habe ich mich genau bei so einem Gewinnspiel eingekauft. Und ich habe mich hier nicht bei irgendeinem Influencer eingekauft, sondern bei einer der größten Influencerinnen in Deutschland, und zwar Shirin David. Shirin ist wirklich in den letzten paar Monaten und auch Jahren durch Deutschland wirklich extrem durch die Decke gegangen und deswegen ist sie eigentlich wirklich perfekt für unser Selbstexperiment. Bevor es jetzt aber mit diesem Video weitergeht und wir uns wirklich mal alles im Detail anschauen, könnt ihr an dieser Stelle gerne schon mal den Kanal abonnieren, um wirklich kein Experiment mehr zu verpassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir ein paar Kommentare. Widmen wir uns doch direkt mal den ersten zwei Fragen. Und zwar, was bringt so ein Gewinnspiel eigentlich dem Influencer und wie viel Geld kostet eigentlich so ein Platz, um dort teilzunehmen? Und ich will jetzt nicht genau die Summe sagen, aber ich kann sagen, dass grundsätzlich bei so einem exklusiveren Influencer ein Platz schon fünfstellig kostet oder mehr wie 10.000 Euro kostet. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Platz circa zwischen 10.000 bis 15.000 Euro gekostet hat. Dementsprechend nehmen wir einfach mal 12.500 Euro. Wenn man sich das Gewinnspiel mal ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass bei diesem Gewinnspiel circa 25 Leute mit dabei sind. Also rechnen wir einfach mal 12.500 mal 25 Teilnehmer. Dann kommen wir hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber ich glaube schon, auf diese Summe. Und klar, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel der Influencer daran verdient, denn da ist ja auch noch eine Agentur dahinter, die das Ganze managt, man hat die Preise und so weiter. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass so ein Influencer wie Shirin David wirklich für so ein Giveaway mal mindestens sechsstellig für einen Post bekommt. Bedeutet, ihr habt gesehen, was jetzt ungefähr so ein Platz kostet. Und wie ihr wisst, haben wir uns genau bei diesem Gewinnspiel einmal eingekauft. Deswegen stellt sich jetzt im zweiten Step ja die Frage, wie viel hat dieses Gewinnspiel eigentlich wirklich gebracht? Und genau dazu kommen wir jetzt. Morgen ist es tatsächlich soweit. Morgen startet das Gewinnspiel von Shirin David. Und bevor das Gewinnspiel startet, wollen wir uns natürlich anschauen, auf welcher Grundlage wir starten. Das heißt, wir schauen jetzt einmal in Social Blade rein und schauen uns mal an, wie viel Follower ich heute noch habe und wie sich das Ganze die nächsten Tage so entwickeln wird. Dazu sind wir jetzt hier einmal in Social Blade drinnen und hier sehen wir auch schon die genaue Followeranzahl. Und zwar, wir starten bei 219.000 und ein paar zerquetschte. Ich denke, bis morgen wird sich nicht viel verändern, denn es kommen hier bei meinem Account immer mal wieder Follower dazu, immer mal wieder Follower weg. Deswegen starten wir, wie gesagt, bei dieser Zahl und ich bin wirklich gespannt, was alleine morgen gehen wird. Also, wir haben fast, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 14 Uhr und bedeutet, das Gewinnspiel ist jetzt knapp 2 Stunden online. Und das, was ihr hier seht, ist nicht die Followerzahl, die ich bekommen habe. Ich glaube, wir sind ja gestern bei 218.000 oder so gestartet, knapp 219.000. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal, wie das jetzt aussieht. Wir klicken hier einmal oben noch direkt auf Aktualisieren. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon bei 234.000 Followern.
Das bedeutet, ich habe durch dieses Gewinnspiel innerhalb von 2 Stunden circa 16.000, 17.000 Follower aufgebaut und ich muss sagen, es ist schon richtig heftig. Man muss aber auch dazu sagen, dass Shirin das Gewinnspiel verdammt gut gemacht hat und man muss dazu sagen, dass Shirin natürlich auch eine verdammt gute Community hat. Und jetzt gucken wir uns einmal hier auf meinem Handy an, wie dieses Gewinnspiel eigentlich aufgebaut ist. Und wir sind hier einmal auf ihrem Profil, ihr seht, Shirin hat 6,1 Millionen Follower und was man schon mal sagen muss ist, sie hat das Gewinnspiel sehr, sehr gut angekündigt, denn sie hat hier einen Highlight-Ordner erstellt, wo sie wirklich schon vor 4 Tagen eben die Community hat abstimmen lassen, welche Geschenke sie verlosen soll und dass es eben ein Gewinnspiel geben wird. Das heißt, sie hat dieses Gewinnspiel eigentlich schon relativ gut auch angekündigt. So, dann hat sie jetzt vor 2 Stunden eben das Bild gepostet mit den ganzen Gewinnen und ihr seht hier auch schon, dieses Gewinnspiel hat innerhalb von 2 Stunden einfach 90.000 Likes und auch fast 90.000 Kommentare bekommen, was komplett crazy ist. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie man bei diesem Gewinnspiel teilnehmen kann. Und zwar muss man erstens hier Maximilian Herd folgen und allen Accounts, die er abonniert hat. Dann muss man dieses Bild hier liken und kommentieren. Und dann nimmt man praktisch automatisch hier bei dieser Verlosung teil. Und man kann sagen, nach 2 Stunden haben ca. 16.000, 17.000 Leute wirklich aktiv dort schon teilgenommen. Das Ganze waren jetzt aber nur 2 Stunden. Ich bin jetzt verdammt gespannt, was heute noch passieren wird und was die nächsten Tage noch so kommt. Denn die große Frage ist ja, werden wir dadurch jetzt ein absoluter Instagram-Star? Bauen wir jetzt innerhalb von den nächsten paar Tagen ein paar 100.000 Follower auf? Wir werden es sehen. Wir haben jetzt mittlerweile Dienstag und das Gewinnspiel läuft also sozusagen schon 2 volle Tage. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Follower habe ich innerhalb von 2 Tagen gewonnen. Dazu sind wir jetzt einmal hier auf Social Blade und ich merke immer mehr, dass ich einen Adblocker oder sowas brauche. Und wir geben jetzt hier einmal meinen Namen ein. So, und dann gucken wir uns doch mal zusammen hier das Ergebnis an. Und ich glaube, hier kann man das schon relativ gut sehen. Wir sind bei 246.000, also bei 247.000 Follower. Und hier sehen wir jetzt mal, was die letzten Tage so passiert ist. Am Sonntag direkt kamen hier 19.000 Follower dazu an einem Tag. Also ich muss ehrlich sagen, an einem Tag 19.000 oder knapp 20.000 Follower sind schon eine Menge. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Und am zweiten Tag, wie ihr hier sehen könnt, habe ich nochmal 7.500 Follower gemacht, also gestern. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen hier schwächer geworden, was ja auch logisch ist, denn das Gewinnspiel zieht am ersten Tag immer am allerbesten. Ich bin jetzt aber gespannt, wie sich das Ganze die nächsten Tage entwickeln wird, ob da wirklich noch viel dazukommt oder nicht. Und auf wie viel Follower ich wirklich innerhalb so von 5 bis 7 Tagen durch Shirin David eben kommen kann. 5 Tage sind vorbei. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel habe ich eigentlich so für mein Investment bekommen. Denn es ist ja so, dass in den ersten 2, 3 Tagen natürlich am meisten Follower rüberkommen, denn Instagram spielt ja die Bilder dementsprechend auch immer in den ersten paar Tagen am meisten aus und danach eigentlich nicht mehr so extrem. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze einmal hier direkt in Social Blade an und dazu geben wir jetzt mal hier meinen Namen ein, um uns das hier einmal live anzusehen. So, und wie ihr seht, bin ich jetzt hier schon einmal drin. Das heißt, ihr seht hier einmal, wie viele Follower ich jetzt habe. Und zwar 246.661. Und wir schauen uns jetzt einmal hier an, wie der ganze Verlauf aussieht. Und ich muss sagen, der ist sehr interessant. Denn wir sehen hier unseren Sonntag, wo das Gewinnspiel gestartet hat. Da haben wir wirklich direkt hier knapp 20.000 Follower aufgebaut. Dann an dem Tag drauf 7.500 Follower. Dann nochmal 500 Follower. Und was wir dann sehen, ist, dass natürlich auch schon die ersten Leute wieder wegbrechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das
auf die nächsten Tage noch ausweiten wird, um dann wirklich ein richtiges Fazit machen zu können, wie viel Follower habe ich für das Invest bekommen. Bevor ich jetzt aber endgültig enthülle, wie viel Follower wir für dieses Investment aufgebaut haben, stellt sich an der Stelle noch folgende Frage. Und zwar, wollt ihr eine Fortsetzung sehen? Wenn ja, schreibt das Ganze gerne mal in die Kommentare und schreibt gerne auch mal rein, bei welchem Influencer ich mich einmal einkaufen soll, um das Ganze für euch zu testen, wie viel Follower man da aufbauen kann, was man da genau gewinnen kann, wie dieses Gewinnspiel aufgebaut ist und so weiter. Wenn ja, wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und jetzt kommen wir zum Fazit. Im Endeffekt habe ich ja schon gesagt, wir haben für dieses Gewinnspiel circa 10.000 bis 15.000 Euro ausgegeben. So kosten die Gewinnspiele im Schnitt bei einem exklusiven Influencer ja pro Platz. Und wir haben jetzt, wenn man das Ganze mal runterrechnet, circa 28.000 bis 30.000 Follower aufgebaut. Dementsprechend kann man sagen, wenn man wirklich von null startet und bei so einem Gewinnspiel teilnimmt, ja, dann hat man schon mal eine gute Basis, um wirklich Influencer zu werden. Aber mich würde mal an dieser Stelle wirklich eure Meinung interessieren. So, findet ihr das viel? Findet ihr das zu teuer? Schreibt das Ganze gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ansonsten schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja direkt nochmal in einer Fortsetzung von dieser Reihe. Ansonsten abonniere auf jeden Fall hier diesen Kanal, um wirklich kein Experiment mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.